Hallo und herzlich willkommen, Freunde moin, moin. Der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen hier bei Hunter und Krohn. Wir haben wieder was Schönes von Spielwerks für euch, nämlich einen Prototypen, der auch aktuell auf der Seite von Spielwerks vorbestellbar ist. Und um was es sich da genau handelt, das sagt Piet. Ich? Ja, du. Ah, super. Man sieht es nämlich hier bei uns im Hintergrund. Nur weil du es nicht lesen kannst. Ja, genau. Es geht um The Grand Trunk Journey von Claude Sirois. Kommt aus Kanada, also wahrscheinlich. Irgendwie französisch sollte man es aussprechen. Ja, ich hab's auf jeden Fall. Ich hab's kaputt gemacht. Es tut mir leid, Claude. Aber. Es ist sozusagen über die Gleise gehoppelt. Ich bin eigentlich auch ganz happy, dass wir das haben, weil es ist nämlich ein Deckbuilder. Ja, wir kennen das. Also, wir haben sowas. Wir haben ein Deck aus Karten, in dem Fall 10 Stück, mit dem wir anfangen und versuchen damit unsere kleine Eisenbahn über die große, weite Landkarte zu schicken und dementsprechend Güter von A nach B zu transportieren. Und es gibt zwei Dinge, die ich ganz cool fand. Und zwar hatte ich nämlich so ein Designer-Diary von Claude gelesen. Das gibt es auf BGG. Wie dieses Spiel so entstanden ist. Und da hat Auf Achse zum Beispiel auch ein bisschen was mit zu tun, weil es ihn immer geärgert hat, ja, am Ende des Zuges nicht in der Stadt angekommen zu sein, wo er hin wollte. Das ist hier also anders. Wir kommen also immer an. Die Frage ist, mit wie viel und wie viel Zeit wir dafür brauchen. Und auf jeden Fall ein sehr interessanter Mechanismus. Und wir kennen es halt wie bei Klonk zum Beispiel. Ja, man hat also ein Kartendeck und muss da versuchen, seine Sachen auf dem Spielbrett zu bewegen. Das Ganze ist 2 bis 4 Spieler spielbar. Wir spielen es natürlich jetzt hier zu zweit. Und angegeben, Piet, wird es mit einer 60 bis 90 oder sogar 120? 60 bis 120. Ah, 60 bis 120. Also je nach Spielerzahl wird das Ganze natürlich... Ich sag mal so, das haben wir zu viert auch gebraucht. Ja, also mit einer ersten Regelerklärung alle neu am Tisch. Mal gucken, wie lange wir jetzt hier brauchen. Wir werden in diesem Video mal noch für uns etwas Neues versuchen. Wir werden quasi, so wie man das hier, ich zeige euch das auch nochmal ganz kurz. Nein, hier in das der Ablauf. Haben wir hier oben eine Zeitleiste, eine Tagesleiste. Wenn der Tag 36 erreicht wurde, dann wird die Spielendewertung so langsam eingelöst oder eingeleitet. Ja. Und wir werden mal so vielleicht so bis Tag 17 oder 20 spielen. Dann denke ich, dass wir schon einen Großteil der Aktionen, die wir da machen können, dann haben wir vielleicht schon Entwicklungskarten und Ähnliches gekauft. Das sieht ja gleich alles, was da möglich ist. Dann werden wir so ein bisschen vorspulen, dass ihr seht, was passiert währenddessen. Wir werden also weiterspielen und werden dann wieder, ja, wahrscheinlich so 1, 2 Züge kurz vor Ende wieder dann einsteigen mit Normalgeschwindigkeit und dann aus dem Hyperraum austreten. Unsere Lok ist nämlich die von Back into the Future und werden dann natürlich die Endwertung vornehmen und dann denke ich, da haben wir eine gute Mischung getroffen, dann müsst ihr hier nicht 1, 2 Stunden das Gesamt-Let's Play schauen, aber werdet über alle möglichen Schritte, die man hier in dem Spiel unternehmen kann, ja, Bescheid wissen. Ich habe es gerade eben schon gezeigt, Spielwerks typisch, ist wieder eine schöne Übersicht dabei. Hier einmal für euch, dass ihr es seht, Piet hat es schon angesprochen, das Kartendeck, was wir am Anfang haben, ist halt aus unterschiedlichen Kartentypen ausgebaut. Wir haben hier einmal unsere Lok, die können wir upgraden. Wir haben einzelne Waggons und wir haben Karten, die uns zu den einzelnen Güterbahnhöfen letztendlich transportieren. Also wo wollen wir hinfahren? Und dann gibt es noch hier die Rückseite. Wir haben es schon angesprochen, es gibt auch Fortschrittskarten und sogar Auftragskarten. Wir spielen jetzt in diesem Spiel hier allerdings nicht mit Auftragskarten. Ja, das ist nochmal ein bisschen weit, ein Element zusätzlich. Das, das ist so ein Rennelement, wer halt als erster was so geschafft. Ne? Und einfach gibt es halt einfach nur mehr Siegpunkte. Hier haben wir aber dann letztendlich die Möglichkeit, relativ schnell beim Spiel nochmal nachzuschauen, wenn man mal wissen möchte, ja, was muss man denn jetzt machen oder was macht denn die einzelne Karte. Gut, Piet, wir haben es schon alles vorbereitet. Wir haben unser Startdeck vorbereitet, wir haben den Plan vorbereitet. Das ist letztendlich hier schon alles passiert. Genau, also wir haben eine Startstadt gezogen, die wird zufällig aus den Startstädten gezogen. Wir haben die Plättchen verteilt, es gibt sogenannte Startplättchen. Für die 4 Startstädte, die seht ihr hier so mit so einem kleinen Kreuz, die werden hingelegt, der Rest wird wild verteilt. Wir haben hier Aufträge, die ihr außen seht, unter der Zeitleiste. Das hier ist die Zeitleiste, deswegen so eine Kalendertageanzeige. Und hier seht ihr immer eine Stadt, die in dem Zeitraum einen Sonderauftrag hat, um hier entsprechend Kohle zu liefern. Das ist Kohle. Wir haben hier noch andere Sachen wie Holz,
Ja, das ist eher so farblos. Wir haben Eisen, das ist blau, und wir haben Stahl, das seht ihr hier drüben. Genau, das ist weiß. Stahl ist weiß. Und nach und nach werden wir also dieses Spielbrett erweitern. Das heißt, jede Stadt, die hier so einen Güterbahnhof hat, so ein Güterbahnhofplätzchen, kann angefahren werden und ist dementsprechend auch in unserem Kartendeck vorhanden. Schließen wir eine Karte an, wie wir später nochmal sehen. Also schließen wir einen Güterbahnhof an, werden wir die Karten entsprechend hinzufügen. Die Decks werden größer, wir haben mehr Möglichkeiten. Ja. Beginn ist, oder am Start ist der Startspieler, der mit seinem Zeitmarker... Der Startspieler! Ist der mit seinem Zeitmarker ganz unten oder ja am weitesten hinten liegt. Diesen Mechanismus kennt man ja auch schon aus einigen anderen Spielen. Das bedeutet jetzt, die rote Scheibe, ich bin der rote Spieler, liegt gerade unten. Ich darf also beginnen. Boah, und ihr werdet es vielleicht nicht mit auf dem Mikro hören, aber bei uns quietscht gerade hier der Güterzug vorbei. Ist letztendlich auch unser Zeichen, um zu starten. Bei meiner Startaufstellung habe ich White River Junction gezogen. Das zeige ich euch hier auch nochmal. Hier liegt sozusagen die Karte. Das ist also mein Ort, an dem ich mich befinde oder wie ihr gleich sehen werdet, zu dem ich fahren werde. Ich habe hier meine Startlokomotive. Die kann genau einen Waggon ziehen. Und ich habe mich dafür entschieden, einen Waggon anzuhängen. Das ist auch Teil der Startaufstellung. Dieser Waggon kann entweder Kohle oder Eisen aufnehmen und das Ganze sehen wir hier. White River Junction möchte letztendlich Kohle haben und wenn man dort ist, kann man entweder blau den Eisen oder diesen Holzcube, also Holz, aufnehmen. Ich habe mich also dafür entschieden, in meiner Startaufstellung einen Eisencube zu nehmen. Das seht ihr also hier. Und jetzt habe ich schon, damit ihr es hier mal seht, hinten diese fünf Karten sind meine Handkarten. Ich habe also aus meinem Stapel, also klar, Deckbilder, habe ich jetzt fünf Karten aufgezogen. Und jetzt kann ich mir überlegen, wo ich hinfahren möchte. Und da gucken wir einfach nochmal hier auf den Plan, wo kann ich denn hinfahren? Und ich habe ja jetzt blau, ich habe also Eisen geladen und ihr seht es schon hier oben in Richmond, da dieser Güterbahnhof, der möchte gerne Eisen haben, um den in Stahl umzuwandeln. Ich könnte jetzt sagen, Watertown ist da auch nicht so ganz abgemacht. Watertown ist auch nicht. Und ich habe sogar beide Karten hier auf der Hand. Ich habe hier, seht ihr das, Watertown oder Richmond. Und die Karten sind auch ja mehrfach aufgebaut. Ich kann diese Karten als Location anfahren benutzen oder ich kann die Sondereffekte benutzen. Diese Karte sagt zum Beispiel einfach ein beliebiges Gut, na, jetzt zum Beispiel hier in meinem Fall, wenn ich also Eisen laden würde wieder, dann kann ich einfach noch so einen Cube reinsetzen. Tendenziell darf man nämlich immer nur einen Cube in seinem Waggon haben. Oder hier haben wir Möglichkeiten, eine Entwicklung zu machen für eine Zeit, also das dauert eine Weile und ein Stahl kann ich muss dann halt auch mal aufs Abstellgleis wieder. Ja, dann kann ich quasi meine Lok aufrüsten oder ich kann auch meine Lok etwas schneller machen, besseren Motor einbauen, aber vielleicht mehr dazu, wenn wir es tun. Jetzt überlege ich gerade, ob ich nach Richmond, ich fahre einfach mal, aber dann könnte ich nach Watertown, könnte ich natürlich ein bisschen mehr laden, wenn ich diese Karte hier nämlich, hier kann ich ein bisschen, hier kann ich früher upgraden. Ach, wisst ihr was? Ich fahre einfach mal nach Richmond. Das bedeutet, meine Location, die ich vorige Runde oder in meinem Fall jetzt im Start angefahren habe, wird abgelegt, kommt auf den Ablagestapel. Das heißt, ich fahre jetzt nach Richmond mit meiner kleinen Lokomotive. Nicht umgeschaltet. Ah, so. Nach Richmond. Da wird immer der kürzeste Weg gewählt. Also 1, 2 oder hier 1, 2. Das ist in dem Fall egal. 1, 2. Und das Ganze kostet mich also 2 Tage. Wie darfst du meinen Marker mal auf die... Mache ich das. Zwei Sätze. Jetzt bin ich in Richmond angekommen, seht ihr hier. Dort möchte man also jetzt Eisen haben. Lustigerweise, habe ich jetzt gedacht, ich habe sogar Eisen. Und dieses Eisenstückchen, das gebe ich jetzt in meinen allgemeinen Vorrat ab. Ich lege das vielleicht einfach mal hier hinten rein. Ich könnte dir jetzt sagen, da ich in deine Karten gesehen habe auf dem Bildschirm, du könntest auch die Zeit noch verkürzen. Ja, aber willst das mache ich jetzt nicht. Weil du den Hafen brauchst. Genau, das... gibt es auch noch Sondereffekte. Ihr seht es hier, Peach spielt auf diese Karte an. Na, da gibt es eine Karte, die könnte ich jetzt ausspielen. Dann würde ich minus eine Zeit verbrauchen. Aber das mache ich jetzt erstmal. Also, die Ware, die ich ausliefere, die geht in meinen allgemeinen Vorrat. Und jetzt kann ich dort, weil ich das Eisen abgegeben habe, ihr seht es hier, Stahl produzieren. Oder hier das wird Eisen abgegeben und darunter liegen 2 weiße Cubes. Aus einem Eisen werden 2 Stahl gefertigt, die von jedem aufgenommen werden können. Und jeder Hafen möchte natürlich gerne Stahl haben. Seht ihr hier, genau.
Diese Plättchen, wie gesagt, sind ja immer austauschbar, je nach Spiel unterschiedlich. Und jetzt kann ich meine Lok wieder beladen. Und jetzt kann ich mir aussuchen, in dem Fall, hier liegt Stahl und an diesem Güterbahnhof kann man entweder Holz oder Kohle laden. Und ich würde jetzt gerne Stahl laden. Aktuell habe ich aber jetzt hier noch einen Güterwaggon angehängt, der Stahl nicht laden kann. Der kann nur Kohle oder Eisen laden. Das heißt, den werfe ich ab, kommt also auch auf den Ablagestapel. Und jetzt habe ich hier bei meinen Handkarten günstigerweise am Anfang gleich einen Waggon gezogen, der Stahl aufnehmen kann. Das heißt, ich nehme mir dann vom Spielfeld ein Stahl runter und packe den hier im Güterwaggon. Leider kann ich, wie gesagt, immer nur ein Gut transportieren, außer es gibt eine Sonderkarte. Und dann überlege ich jetzt noch, ob ich noch... Nee, was anderes kann ich nicht mehr machen. Das sind alles weitere Effekte, die kann ich jetzt in dem Fall nicht mehr einsetzen. Und dann, Pete, habe ich eigentlich meinen Zug damit beendet. Dann musst du noch auf... ich ziehe wieder auf, genau, auf 5. Ich habe nicht wie bei manch anderen Deckbildern die Möglichkeit, Karten einfach so abzuwerfen. Das müssten sozusagen Sondereigenschaften sein durch Karten, die wir so... Die diesmal nicht im Spiel sind. Die wir so jetzt nicht haben. Okay. Wunderbar, ja, das war schon mal ein Zug. Ihr seht es jetzt, jetzt ist Pete mit seiner lila Scheibe deutlich hinter mir. Also ha, ich habe 2 Tage Pete Zeit, Schabernack zu machen. Genau. Pete könnte jetzt zum Beispiel, wenn er eine Aktion macht, wo er nur einen Tag reist, ja. Ist er einfach gleich nochmal dran. Ne? Dann bin ich gleich nochmal dran, sagst du. Ich nehme einen Schluck aus diesem leckeren Tee. Ja. Ich werde anfangen, also ich muss ja was Neues anfahren, also erster Schritt ist, ich habe also 2 Optionen, die erste Option ist, ich mache einen normalen Zug oder ich mache einen Zug, wo ich alle meine Handkarten abwerfe und 5 neue Karten ziehe, kostet mich einen Tag, das ist, wenn ich überhaupt nicht irgendwie vorwärts komme oder irgendwas machen könnte, weil mir die entsprechenden Orte fehlen, wo ich hin möchte oder es immer was es bringt. Da ich jetzt aber was machen kann, will ich also mich bewegen mit meiner netten kleinen Lok und ich starte ja in Watertown. Ja. Das heißt, die Karte wird abgelegt und ich muss mir ein neues Ziel suchen. Ich habe jetzt hier Holz geladen und möchte natürlich Holz irgendwo hinbringen. Um mich rum gibt es jede Menge Städte, die Holz haben wollen. Allerdings ist da keine von derzeit verfügbar, weil ihr seht, die Kingston und Ottawa haben noch keinen Bahnhof. Das Einzige, wo ich also gut hinfahren könnte, mein Burlington. Ja, das heißt also Burlington, so ein Zufall, habe ich hier auch auf der Hand. Das ist wirklich Zufall übrigens. Das ist wirklich Zufall, ja. Und ich möchte gerne nach Burlington fahren. Ja, das heißt also meine kleine Bahn hier, Chuchu, fährt hier einmal nach Burlington. Das ist eine Verbindung, kostet mich also eine Zeit. Dann, im nächsten Schritt, kann ich Güter abladen. Ich kann hier Holz abladen, weil... der Güterbahnhof Holz haben möchte, das sieht man hier, der wird in meinen Vorrat gelegt. Alles, was abgeliefert wird, wird in meinen eigenen Vorrat gelegt. Und wenn ich Holz ablade, ist es noch was Besonderes. Dann laufe ich hier unten auf dieser Siegpunktleiste, mal mit der richtigen Farbe einen Schritt nach vorne, pro Cube, den ich abgeliefert habe. Das gibt mir Siegpunkte pro Fortschrittskarte, die ich am Ende des Spiels besitze. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Karte auf jeden Fall besitze, habe ich schon mal einen Siegpunkt. Mhm. Ja, oder wenn ich 2 Karten habe, 2. Das wird entsprechend, ihr seht es hier am Ende des Spiels, multipliziert. So, Holz kann diese Stadt nicht laden. Wie ihr seht, es ist also nur Eisen und Kohle. Ja, theoretisch Stahl, wenn Stahl da oben liegen würde. Richtig, ist aber nicht. Ist aber nicht. Ja. Kann sie aber auch nie haben eigentlich im Moment. Nur genau durch Sondereffekte. Durch Sondereffekte oder ähnliches. Dann muss ich also diesen Waggon, weil er nur Holz laden kann, ich kann ihn nicht beladen. Und in diesem Spiel ist es so, Waggons, die nicht beladen werden können, dürfen nicht an der Lok bleiben. Selbst wenn ich 4 ziehen könnte, ich kann immer nur beladene Waggons benutzen. Also werde ich hier diesen Güterwaggon anlegen und ich kann also Holz, also Eisen oder Kohle weiterbringen. Ja. Und ich würde mich... Was willst du denn haben? Tja, das ist eine gute Frage. Aber ich habe... Oh doch, ich könnte hier hinfahren. Das ist nebenan. Ich nehme einmal Kohle, bitte. Okay, dann einmal Kohle für dich. Weil ich nehme Kohle, weil in White River Junction wollen sie ja Kohle haben, wie man sieht. Also sieht man hier Kohle, dann kann ich hier gleich weiterfahren. Ah, das heißt, die Karte brauche ich auf jeden Fall. Wenn man das hier nochmal sehen kann. Das ist ein Joker. Great Trunk
Junction ist also, das ist meine Joker-Karte. Ich kann überall hinfahren, kostet mich aber einen Tag mehr. Und hier kann ich zu einem Hafen fahren oder eine Entwicklung machen und oder eine Stadt anschließen. Quasi so ein Güterbahnhof-Plättchen hinlegen. Dann bekommen wir alle die Karte in unser Deck. Pete darf sich aussuchen, ob er die gleich auflegt. Und dann kann er dann nämlich gleich nächste Runde hinfahren. Das ist richtig. Ich überlege gerade. Ich nehme hier den unteren Effekt. Für zwei Tage. Ja. Und kaufe mir so eine Entwicklungskarte. Das heißt also, ich laufe hier zwei Felder nach vorne. Davon gibt es immer drei pro Spieler, deswegen haben wir hier gerade sechs ausliegen. Die haben einfach, seht ihr so ein Endlichkeitssymbol, Effekte, die immer anhalten. Wir haben hier Sachen, die kosten einmal pro Zug einfach einen Tag Zeit. Dann darf man sie einmal anwenden für eine Zeiteinheit. Oder hier zum Beispiel eine Karte, da ist so ein Einmal drauf. Das ist einfach ein Sofort-Effekt, der wirklich einmal bekommt man in dem Falle hier dann zwei Eisen. Die muss man natürlich auch laden. Ich habe so zwei Dinge, die ich ganz cool finde. Und da gibt es natürlich noch jede Menge andere Karten, also auch da gibt es also, wieder eine Varianz. Ich zeige es mal kurz, wir haben da natürlich genug Karten, damit auch bei vier Spielern nicht alle Karten im Spiel sind. Und sie können, wie gesagt, durch diesen Holztrack hier unten ja auch am Ende Siegpunkte geben, wenn man das Ganze da gut voranbringt. Ja, ich bin gerade, jetzt kann mich entscheiden, ob ich Spekulant sein will oder lieber eine vorzeitige Lieferung haben möchte, also passiert durch die Zeit fahren kann. Passiert dir das oft, Pete, dass du eine vorzeitige Lieferung hast? Okay. Alles. Das war G-Set, oder? Ich nehme einfach Early Delivery, damit das alles seinen Sinn hat. Ja. Das ist also immer aktiv, man sieht es hier. Und ich kann so eine Zusatzlieferung, die ihr unter den Leisten seht, hier oben, immer einen Tag früher anfahren. Das heißt also, ich könnte schon bei der 4 jetzt die White River Junction die Kohle liefern. So ein Zufall. Lege ich hier einfach hin, weil ich die Fähigkeit jetzt mal habe. Ja. Bin damit fertig, habe geladen und muss jetzt aufziehen. Das heißt also, aus meinem Kartenset werden jetzt hier die nächsten Sachen gestellt. Das bringt uns dann auch zu dem Punkt, für was es denn alles Siegpunkte gibt. Einmal hier für diese Aufträge, ihr seht hier solche kleinen Siegpunkte, Sternchen hier, 3, 4, 4, hier zum Beispiel 7, weil dieser Auftrag sehr, ja, der muss quasi tagesgenau sein. Pete hat jetzt den Vorteil, dass er da sogar schon einen Tag früher liefern kann, also mit diesen Karten kann man das Ganze noch ein bisschen manipulieren. Wenn man Stahl an einem der Häfen hier zum Beispiel, wie bei diesem Hafen, Stahl abgibt, bekommt man 3 Siegpunkte dafür und am Ende, wenn wir Sets jeweils ein Eisencube, ein Holzcube und einen Kohlecube, also ein Set von diesen drei Cubes, dann ist das Ganze dann auch nochmal 3 Siegpunkte wert. Und zusammen mit den Multiplikatoren Holztrack und Fortschrittskarten, das wird dann nachher zusammengerechnet. Dann gibt es noch eine kleine Endwertung, wie weit entfernt ist. Das sehen wir dann sicherlich am Ende. Und hier gibt es also wieder Möglichkeiten. Auf was will man sich konzentrieren? Man wird sicherlich nicht alles wieder machen können, aber jetzt, dadurch, dass Pete diese Fortschrittskarte gekauft hat, ist er jetzt eine Zeit vor mir. Ich bin dran. Nicht, dass du hier einschläfst. Und hätte jetzt in der Zeit ja fast schon mal wieder nachdenken können, was ich natürlich nicht gemacht habe. Ich werde aber wahrscheinlich einfach mal zu einem Hafen fahren. Ich habe ja nämlich Stahl geladen und habe hier auch Hafenkarten auf der Hand, aktuell sogar 2 Stück und sogar auch den Joker der Grand Trunk Junction. Ich entscheide mich jetzt aber hier zum Hafen unterwegs zu sein und das ist jeder beliebige Hafen. Ja, das gibt keinen genauen Hafen in dem Falle und ich fahre hier für eine Zeiteinheit hier rüber zu dem Hafen. Oh, Pete, das nicht mehr sitzen. Da kann ich jetzt Stahl abgeben und Holz aufnehmen. Das mache ich aus. Ich gebe hier letztendlich Stahl aus. Stahl, wie gesagt, ein Cube abgeben, bekomme ich 3 Siegpunkte da oben. Alle gegen Alex. Ja. Und ihr seht es schon, wir fangen bei 3 Siegpunkten an, weil man kann auch in Minus rutschen, wenn man nämlich Güter abgibt an einem Bahnhof, einen Güterbahnhof. Den die da eigentlich gar nicht haben wollen. Hier im Hafen hätte ich zum Beispiel Kohle da abgeschmissen, aus irgendwelchen Gründen, weil ich nicht gut gefahren bin. Dann würde das ein Minuspunkt geben. Und das Gut geht nicht in den eigenen Vorrat, sondern in den
Ja. Komplett gefordert. Jetzt habe ich die Möglichkeit, beim Hafen Holz aufzunehmen. Und ich kann ja hier in diesem Waggon allerdings nur Stahl aufnehmen. Das heißt, den werde ich jetzt wieder abwerfen. Gott sei Dank, ohne wirklich drüber nachgedacht zu haben, habe ich hier auch einen Holzwaggon dabei. Und den kann ich jetzt mit Holz beladen. Und jetzt gucke ich mal, was ich hier noch machen kann. Und zwar, vielleicht werde ich gleich mal, weil ich habe ja jetzt hier schon einen Stahl, werde ich, glaube ich, gleich mal meine Lokomotive aufwerten. Das mache ich auch mal. Mit dieser Karte für einen Tag, Piet hat schon gesagt, ich werde so ein bisschen aufs Abstellgleis vielleicht geschoben, werde ich jetzt meine Lok aufrüsten. Genau, so. Gut, dann gib doch mal den Tag aus. Ja, und damit sind wir hier auf so einem Kalenderblatt, das rot hinterlegt ist, glaube ich. Ah, das ist so ein Dunkelbeige-Ton. So ein Dunkelbeige-Ton, ja. Die Farben, wie gesagt, das ist das Prototyp. Die sind noch nicht fertig. Die, ne? Die sind noch kräftiger. Sind noch nicht final. Und man sieht ja, die Holzcubes sind auch blass und nicht, wie angegeben, vollwertig. Und hier sieht man jetzt, am vierten Tag wird der Auftrag für den 14. aufgedeckt. Das heißt, wir decken das ja auf. Und hier will der Hafen ein Holz geliefert bekommen. Damit ihr es ein bisschen besser seht, in der Ansicht haben wir jeweils nochmal so einen Rohstoff-Cube darauf gelegt, damit wir es auch ein bisschen besser sehen beim Spielen. Das muss man nicht zwingend machen, genau. Das ist eher. Aber es bietet sich einfach für an. Uns. Gut, dann gebe ich hier einen Stahl aus und der wird auch wirklich weggenommen. Also der ist jetzt nicht mehr in meinem allgemeinen Vorrat. Stahl ist ja aber auch am Ende nichts wert. Ja. Das stimmt. Und dann kann ich jetzt hier, ihr habt's, oder ich zeige es euch hier nochmal ein bisschen genauer. Hier ist das Ganze für ein Stahl, kann ich meine 1er-Lok jetzt upgraden. Und das mache ich auch und drehe sie um. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, 2 Waggons hinten an meine Lok ranzuhängen. Und das nächste Upgrade allerdings, das würde mich dann schon 2 Stahl kosten und natürlich die jeweilige Zeit. Und jetzt überlege ich, ob ich nicht gleich, kaufe ich mir auch so eine Karte. Ich habe jetzt natürlich auch nochmal die Möglichkeit, mir auch so eine Fortschrittskarte zu kaufen. Oder eine Stadt anzuschließen. Oder noch eine Stadt anzuschließen. So Ottawa zum Beispiel. So nebenan. Weil ihr seht auch, jede Stadt, die ihr zuerst besucht, die neu angeschlossen wird, hat hier so ein Bonusplättchen. Das gibt natürlich auch nochmal Siegpunkte. Du hast dir eine... Ach, ich werde auch nochmal 2 Tage investieren und eine Fortschrittskarte. Bist du bei 6, da bin ich, jetzt bin ich da schon gut dabei, genau. Ich rutsch da oben jetzt rein. Ich werde wahrscheinlich diesen White River Junction Auftrag vermutlich nicht schaffen, weil da muss man Kohle ausgeben. Ich habe gerade ja bei mir nur Holz geladen. Ja, wenn du jetzt aber natürlich die Karte ich nimmst. Werde die Spekulantenkarte nehmen. Die hat der Piet schon sich überlegt. Ihr seht schon, das ist ein dauerhafter Effekt und der bedeutet einfach immer, wenn jemand anders und im Zweispielerspiel ist die natürlich dann nicht ganz so stark, weil das bedeutet nur im Piet seinen Zug, aber wir machen es trotzdem mal. Du kriegst also immer... Bekomme ich dann einen Siegpunkt, wenn Piet so eine Stadt anschließt. Ne? Wenn man eine Stadt anschließt, das kriegt man 2 Siegpunkte. Hat man hier ja auch, sieht man, glaube ich, hier noch auf der Karte, genau, dann bekommt man 2 Siegpunkte. Das heißt also, eigentlich netto kriege ich jetzt nur noch einen. Ich leg die mal. Je früher man die kauft, desto besser ist das. Ja. Okay, Piet, dann ziehe ich einfach wieder auf. Mach das. Ich habe jetzt hier natürlich, seht ihr hier, ich habe jetzt nur noch eine Karte gehabt. Das heißt, ich mische. Und ich bin dran, weil ich noch am Tag 3 bin in dieser Welt. Genau. Und du hast sogar Kohle geladen, sehen wir da hinten auch. Du könntest vielleicht... Also, Burlington bin ich ja, wir müssen also weiterfahren. Und ich habe ja gesagt, die White River Junction... Ja, ich habe sie auf der Hand gehabt, nicht umsonst, dass das natürlich, damit es besser funktioniert, fahre ich jetzt natürlich direkt dorthin. Sie hätten auch so Kohle gewollt. Ja, ich brauchte also einen Tag hin, bin jetzt also einen Tag davor mit meiner Spezialfähigkeit, die ich also hier erworben habe, dass ich einen Tag vorher liefern kann. Das hast du göttlich ausgetüftelt im Master. Verrückt. Ihr seht es schon wieder. Das war nicht mal ausgetüftelt, ich habe es einfach gekauft. Kann ich meine Kohle abgeben, die ich hier geladen habe. Und die geht nicht in meinen Vorrat, weil die ja für den Auftrag benötigt wird, der da hinten ist. Das heißt also, die geht in den normalen Vorrat zurück. Das Ding ist erfüllt für mich. Ich kriege also 3 Siegpunkte.
Also so, als wenn ich Stahl geliefert hätte. Hätte Pete jetzt zum Beispiel schon eine Lok mit zwei Waggons und noch einen Kohlecube, dann hätte er den natürlich auch ganz normal hier in White River Junction abgeben können. Aber er hatte halt nur eine Kohle. Die hat er für diesen Spezialauftrag rausgehauen. Du hättest natürlich dich, du hättest dich auch grandios gegen diesen Spezialauftrag gestellt. Ja, natürlich. Und einfach eine Kohle abgeben. Ja, dann hätte ich auch eine Kohle in meinem Vorrat gehabt. Aber wie es so ist, wir können jetzt also Holz oder Eisen laden. Und da muss ich mal gucken, wo wir so Holz oder Eisen... Genau, willst du den Waggon ab... Ne, es funktioniert doch nicht. Holz kann ich ja auch gar nicht laden. Stimmt, ihr seht schon, Pete hat nämlich gar keinen Waggon, der Holz laden kann. Nicht auf der Hand. Von daher ist das ein bisschen doof. Aber ich könnte nach Richmond fahren. Könnte die Zeit verkürzen. Das heißt also, ich behalte den Wagen. Ich lade ihn nicht ab, weil er nämlich Eisen laden kann. Muss ich ihn nicht unbedingt ablegen. Ja. Und nimm einfach ein Eisen und muss auch keine neue Karte ranlegen. So, jetzt ist das geladen, alles ist schön, ich bin im nächsten Zug. Genau, Pete ist immer Zug, noch Zug. Dran, wer hätte das gedacht? Ich habe ja ein bisschen Zeit verschwendet, würde ich nicht sagen. Aber ich muss noch eine Karte aufziehen. Ja. Und wir haben, ich darf zu einem Hafen fahren, ist auch nicht schlecht. Oder noch eine Karte kaufen, oder. Ich bin in White River Junction, da möchte ich nicht bleiben, sondern ich möchte, wie gesagt, nach Richmond fahren. Ja, nach Richmond fahren ist ganz angenehm. Damit fahren wir hier also 1, 2. Das sind 2 Tage, ich benutze aber diese Sonderkarte hier, die sagt, immer wenn ich fahre, habe ich Vorfahrt und brauche einen Tag weniger. Super, schummelt er sich hier auch noch. Brauche ich also nur einen Tag, um da anzukommen. Wichtig ist aber, man verbraucht immer einen Tag. Man kann also auch nicht auf Null gehen. Was auch irgendwie thematisch schon ein bisschen sinnhaft ist. Und kann jetzt mein Eisen dort abgeben. Es geht also in den Vorrat und es werden dort 2 Stahl dafür wieder hier in die Stadt gelegt. Wichtig dabei ist auch, ist die Stadt voll mit Stahl, kann ich dort kein Eisen abgeben. Man hat die Möglichkeit, jetzt nochmal Eisen abzugeben, dann wird nur ein Stahl Cube produziert statt 2, aber man darf sich, man darf, wie gesagt, wenn da 4 liegen, nicht weitere Sachen abgeben oder auch sich nicht vorher entscheiden, dass man nur einen Stahl hinlegen will, da werden immer 2. Wichtig für mich ist jetzt auch, ich habe ja gerade meine Portkarte hier auch benutzt, die auf dem Ablagestapel, man hat nur 2 im Deck, das heißt, die sollte ich jetzt vielleicht nicht benutzen, wenn ich jetzt zum Hafen fahren will, um Stahl abzuladen. Lädst du denn Stahl? Ja, ich habe einen Stahlwaggon, das heißt also, ich lege den weg, lade hier meinen Güterwaggon auf, nimm das Stahl mit und schwupps habe ich hier Stahl geladen. Dann war das dein Zug, du darfst wieder aufziehen. Peter, ich habe mich, aufziehen. Ja, aber ich habe mich nicht bewegt, oder? Ja, doch, du hast dich bewegt. Du wärst sonst bei mir gewesen und du hattest einen weniger. Das verrückt. War ja, deswegen bist du gleich nochmal dran. Ja. Alles richtig gemacht. So, und jetzt seht ihr hier die einzige Fähigkeit, die wir noch nicht benutzt haben, glaube ich. Der Rest ist soweit. Ne, wir haben noch keine Stadt angeschlossen und wir haben noch keine Nachfrage geändert. Die Karte, mit der könnte man die Stadtplättchen verschieben. Ist genau, diese Plättchen hier zwischen den Häfen verschieben oder zwischen den Bahnen. Ja, ich will auf jeden Fall zu einem Hafen fahren, weil da kann man Stahl abgeben, wurde mir gesagt. Das heißt, ja, habe ich gehört, ja. Ich fahre zu einem Hafen und fahre mit meiner kleinen Lok hier. Schön, Die Häfen wiederum, die sind schon alle angeschlossen. Also Häfen, da liegen keine extra Plättchen drauf. Die sind an jedem Hafen. Ja, und jetzt muss man natürlich aufpassen, ich kann halt nur Holz laden. Also musste ich irgendwie auf dem Hafen fahren, der auch Holz laden kann, weil ansonsten bin ich nämlich geliefert. Das heißt, ich muss wirklich nach Montreal Grifftown hier mich mal in den Bahnhof einreihen. Bist du einen gefahren, oder? Von Richmond? Ja, habe ich einen gefahren. Ja, muss ja auch du blockierst ja auch den Weg, muss ich ja warten. Ja, also Blockierung findet da jetzt in dem Fall nicht statt. Aber das war nur so gesagt. Ich gebe meinen Stahl aus oder ab. Ja. Und kriege dafür 3 Siegpunkte. 1, 2, 3. Und kann keinen Stahl laden, deswegen kommt die Karte weg. Kann mich jetzt entscheiden, was ich laden möchte. Du kannst da ja nur Holz laden. Ja, aber Burlington will ja Holz haben, deswegen finde ich das gar nicht so doof. Watertown will nämlich kein Holz haben. Ich nehme also den normalen Holzwagen.
und packe hier den Cube drauf. Damit ist meine Runde fertig. Ziehe wieder auf. Mein Kartendeck ist durch. Ich mische. Wunderbar. Tendenziell kann man natürlich schon immer ein bisschen nachdenken, wenn man nicht an der Reihe ist. Dadurch, dass ich aber während Pete spielt die Kamera auch immer noch bediene, muss ich mich da so ein bisschen entschuldigen, dass ich dann manchmal ein bisschen hinterher bin. Aber ich werde einfach, ich guck mal, wo ich überhaupt noch hinfahren kann. Das kann ich mal eure Karten. Ich kann jetzt immer noch mal an den Hafen fahren, was wenig Sinn macht. Aber ich könnte zum Beispiel nach Watertown. Allerdings in Watertown, ich habe gerade Holz geladen, möchte man nicht Holz haben. Ich habe aber auch noch die Joker-Karte und ich habe Burlington. Und ich glaube, in Burlington will man Holz haben. Ja, das sieht man hier. Hm. Burlington möchte gerne Holz haben. Ich gebe also... Also ich könnte jetzt auch nicht meine Karte spielen. Also meine Aktion kann man immer in seinen Zug spielen. Sonst könnte man ja sagen, ich spiele immer schnell. Burlington braucht was anderes. Ah ja, das, also das stimmt, funktioniert man kann nicht. Da nicht den Demand ändern. Genau, in dem Fall. Den kann man immer nur ändern, wenn man dann selber dran ist. Dann fahre ich jetzt mal hier nach Burlington runter. Das kostet eine Zeit. Genau. Und in Burlington, wie gesagt, gebe ich mein Holz ab. Also Holz kommt in meinen allgemeinen Vorrat. Dadurch, dass ich jetzt Holz abgegeben habe, bin ich jetzt hier unten auf dem Holztrack auch eins weiter nach vorne gegangen. Und in Burlington kann ich jetzt Eisen oder Kohle laden, also kein Holz. Das bedeutet auch wieder, der Holzwaggon, der geht schon mal auf den Ablagestapel. Gott sei Dank habe ich hier noch einen richtigen Anhänger. Ja, am Anfang ist das Deck natürlich auch noch nicht so groß. Da hat man meistens noch was. Wenn jetzt mehr Städte jetzt angeschlossen werden, hat man zwar auch mehr Waggons. Jetzt könnte ich überlegen, ob, aber ich, ob man auch die ich könnte auch mal versuchen nach Utica, aber dann muss das auch angeschlossen werden. Ja, vielleicht mache ich das einfach. Ah, schließ mir Utica an, bin ich voll dafür. Ja, das glaube ich dir. Das war eine super Karte zur Entwicklung. Ah, ach so, bei Pete. Ja, Pete hat eine gute Karte dafür. Ja, ja, jede Karte hat ich natürlich... Ich kann das ja mal im Detail zeigen. Ja, wir können es ja mal zeigen. Jede Karte, jede Stadt, die man also anschließt, hat halt dann immer noch eine Fähigkeit oder einen neuen Waggon. Und das Interessante bei dem Spiel, was ich auch wirklich ganz cool finde, die sind von Spielerfarbe, also mein Kartendeck ist unterschiedlich verteilt. Genau, die Kombination zwischen Aktion und Stadt ist bei jedem anders, aber es sind alle vorhanden. Ja. Das heißt also, wenn er New London anschließt, weil er die Fähigkeit gerne hätte bei sich, oder suchst du jetzt einfach mal... Ich kann mal gucken, was ich zum Beispiel bei Utica habe. Ihr seht's da, Pete hat da den Super Joker geführt. Ja. Und bei mir ist es so, dass ich so einen Waggon... Die musste ich ja bis jetzt immer auf der Hand haben, um ihn anhängen zu können. Wenn ich diese Karte spiele für einen Tag, kann ich auch Waggons aus meinem Ablagestapel anhängen, was manchmal ganz gut ist. Und damit fängst du ja schon an, ja, dass du mehr Kapazität laden kannst. Genau. Bei mir muss ich erst Niagara freischalten und so weiter und so fort. So geil, so von der Karte, aber vielleicht mache ich das trotzdem einfach mal. Wo ist denn Utica auf der Karte hier überhaupt? Unten. Da unten muss ich ja dann auch nochmal hinkommen. In 1... 1, 2... Ist das eine Postleitzahl? In 1, 1, 2, 7. Und ich will natürlich auch, ihr seht es auch, ich habe ja nicht die Karte, dass ich den Auftrag vorher erreichen kann. Also ich muss zwischen dem 10. und dem 12., das heißt 1, 2, ich muss eigentlich auch 3 Zeit dafür ausgeben. Und wenn ich so eine Stadt anschließe, gebe ich eine Zeit aus. Also das könnte klappen. Ich mache das einfach mal. Ich werde da jetzt also in Burlington... Kohle laden. Ja, Gott sei Dank habe ich hier auch noch meinen Waggon, der Kohle laden kann. Und dann werde ich hier meine Portkarte mit der Eigenschaft, also mit der Möglichkeit, einen Güterbahnhof anzuschließen, spielen. Und zwar für einen Tag schließe ich jetzt den Bahnhof an. Ich lege dich hier schon mal vor. Und damit kannst wird mich mal vorlegen. 18 freigeschaltet. Was ist hier eine Special? Boston möchte... Holz haben am 18. Und ich bekomme dafür auch 2 Siegpunkte, dafür, dass ich die angeschlossen habe. Und dann, wie wir schon festgestellt haben, ich werde Utica anschließen. Okay, dafür legen wir hier auch den Güterbahnhof als markiert hin, damit man weiß, man kann da hinfahren. Ja. Und die Karte darf ich mir jetzt theoretisch aussuchen. Pete sucht sich die auch raus, weil die ist jetzt natürlich für alle Spieler verfügbar. Ja. Pete muss die in seinen Ablagestapel legen. Ich kann sie in meinen Ablagestapel legen oder verdeckt auf meinen Nachziehstapel. Und das mache ich natürlich, weil ich will ja als nächstes da hinfahren. So, ich habe die also auf meinen Ablagestapel gelegt. Und
Jetzt will ich, glaube ich, ich kann kein Upgrade machen. Das kann ich auch noch nicht mal. Ich kann auch noch nicht meine Maschine quasi, den Motor der Lok upgraden. Das kostet 3 Kohle. Ich glaube, Pete, ich bin damit fertig und ziehe jetzt natürlich, 2 Karten habe ich noch auf meiner Hand, 3 Karten nach. Und wer hätte das gedacht? Da ist natürlich Utica dabei. Und nochmal ein Waggon und White River Junction. Das würde man im normalen Spiel nicht laut vortragen, aber Pete kann sich kaum seine Züge merken, geschweige denn meine Worte. Nein. Ja, mein Problem ist ja, dass ich keinen Wagen habe, wie man sieht, mit dem ich Kohle laden kann. Das heißt aktuell also, hast du das nicht, ne? Du könntest ja auch für einen Tag alles wegschmeißen, habe ich gehört. Fühlt sich aber auch wie ein weggeschmissener Zug an. Ja, aber wenn ich nichts laden kann, ist das halt auch doof, ne? Mhm. Wenn ich nichts laden kann, ist das ja auch doof. Zeigen wir euch nochmal die Top-Down. Pete steht gerade im Hafen Montreal Grifftown oder Griffintown und hat aktuell Holz geladen. Ja? Machen wir das mal anders. Also ich benutze hier mal Watertown. Ja. Um den Demand zu ändern. Alles klar. Für die Fähigkeit. Und ändere jetzt den Demand von Richmond mit. Was habe ich geladen? Holz muss ich haben. Ja. Irgendwas anderem halt, ne? Ja, theoretisch ja, wo du Holz... Ich finde hier Burlington, machen wir es ganz einfach, die beiden. Ich hätte auch eine andere Stadt nehmen können, aber die sind jetzt nebenan, deswegen lasse ich es so. Den Demand habe ich jetzt geändert. Kostet dich das, das kostet dich Zeit, ne? Das kostet mich eine Zeit. Peter musste quasi per Telegramm, hat er, ja. Oder vielleicht gemorst, wir wissen nicht genau, oder auf die Schienen geschlagen mit seinem großen Hammer und dann auf der anderen Seite hat jemand... Genau, gemorst. Jetzt kann ich hier am Hafen natürlich nicht bleiben, ich muss weiterfahren. Ich kann jetzt also nach Burlington fahren, wo ich jetzt nicht mehr hin will eigentlich. Ja, deswegen ist das eigentlich doof. Aber ich habe hier meinen Joker und der sagt, ich kann überall hinfahren, zu jeder Stadt, aber ich brauche einen Tag mehr. Mhm. Das Schöne ist, ich habe auch den Hafen, der das wieder negiert mit dem minus 1, der dadurch wegkommt. Das heißt, ich fahre für einen Tag nach Richmond. Und kann dort jetzt mein... Holz ausgeben. Mein Holz liefern. Abliefern, genau. Damit hat Pete jetzt schon 2 Holz und natürlich nicht vergessen den Track da unten. Damit hat er schon für seine Fähigkeitskarte, die ist nachher schon 2 Siegpunkte wert. Holz kann ich da nicht einladen, deswegen kommt die Karte schon mal auf den Ablagestapel. Aber ich kann diesen Stahl laden und werde mir hier in dieser Stadt einen Stahl nehmen. Ja, da waren ja noch 2 Stahl produziert. Ja. Damit bin ich fertig. Aber diese Karte kann ich nicht benutzen gerade. Das heißt also, die 3 kommen. Pete zieht also auf und da ich jetzt an unterster Position auf der Zeitleiste bin, bin ich auch schon dran wieder. Und mein Plan war ja, nach Utica zu fahren und dort Kohle auszuliefern. Und das Tolle ist ja, ich habe die Karte natürlich ja auf der Hand, weil die habe ich ja eben erst angeschlossen. Das heißt, ich fahre nach Utica. Für, wenn ich das wirklich richtig habe, genau für 2 Tage. Ich bin ja hier, ich kann zum Beispiel hier 1, 2, fahre ich dorthin und also ich habe die ganze Zeit vergessen, ich hätte eben wahrscheinlich sogar schon noch mehr laden können. Eventuell hätte ich die Kapazität gehabt, weiß ich gar nicht genau, habe ich vergessen, muss hier nochmal dran denken und gebe dort meine Kohle, die ich hier habe, ja, für den Sonderauftrag aus da oben und bekomme, die Kohle kommt wie gesagt weg, bekomme dann... Ich höre, du bist angekommen, der Güterzug hält gerade wieder bei uns. Bekomme 4 Punkte, hast du mir die schon gegeben? Nö, warum sollte ich? Ich will ja gewinnen. Ja, so ist es, so ist es. So. Aber du hast das vergessen. Du bist der Erste, der nach Utica gefahren ist. Ich habe noch gar nichts vergessen. Und kriegst hier nochmal 2 Punkte. Ja, das gibt nämlich verdammt. So einen ersten Lieferungsbonus. Sehr schön hier. Es gibt, glaube ich, 2 Zweierplättchen. Und was ist? Ja, ja. Großartig, großartig, großartig. Unglaublich, wie er es braucht. Und ja, jetzt habe ich leider nicht mehr gehabt, irgendwie noch extra Kohle oder so. Jetzt kann ich hier wieder Eisen aufnehmen. Und ich kann ja schon 2 Waggons
theoretisch praktisch ziehen. Ich habe aber keinen zweiten Waggon mit Eisen. Jetzt wäre zum Beispiel, in meinem Ablagestapel liegt so ein Waggon hier. Ja. Hätte ich jetzt diese Karte noch auf meiner Hand, dann könnte ich die spielen. Funktioniert leider manchmal nicht. Manchmal ist das gemein. Dann werde ich also jetzt hier einfach Eisen laden. Mehr gibt es, glaube ich, dazu mehr nicht gibt's zu sagen. Ich habe 4 Handkarten, das heißt, ich ziehe einfach eine nach. Pete, das heißt, du bist dran. Ich muss weiterfahren, habe ich gehört. Pete muss weiterfahren, genau. Stillstand. Pete hat Stahl geladen. Ja, und ich muss also an einen Hafen fahren. Guck mal, wir haben eine Hafenkarte zum Glück gezogen. Ja, und Häfen sind bei Pete ja immer noch dieser Montreal, Griffintown oder Portland. Boston genau. Ist ein bisschen weiter. Und jetzt kommt die Frage natürlich an, was will ich danach laden? Ja, wir sind leider nicht an Hamilton. Hamilton könnte ja, wie man sieht, alles laden. Der ist schon aufgedruckt. Hamilton ist halt recht weit weg. Ja, ist halt am Westen des Landes. Doch einfach, Pete. Es sind halt nie 3 Schritte, wenn ich schon mal da bin und nichts angeschlossen ist. Auf jeden Fall. Klingt super. Ich will an einem Hafen zu einem Hafen fahren. Aber ich habe also, du hast mich schon wieder gedrängt. Das finde ich schon wieder nicht so gut. Ich hab dich gedrängt. Ja, ich fahre auf jeden Fall nach Portland, weil ich Portland, da war ich noch nicht. Dachte, fahre ich mal hin. So, ich kann jederzeit in meiner Runde eine Aktion spielen. Und leider finde ich das zwar schade, aber so ist es. Und ich spiele mal die White River Junction, die ich ja eigentlich vielleicht hätte lieber als nächsten gespielt, aber und werte mal meinen Zug auf, weil ich habe hier nämlich noch einen Stahl rumliegen. Ja. Den gebe ich also aus. Für eine Zeit extra und du und bist ich bin Portland eine gefahren. Zeit nach Portland gefahren. Das heißt also aus meinem Einerzug, oh, hier ist ein Zweierzug. Ich habe euch vielleicht schon gefragt, was das hier ist. Ja, das ist die, ich mache meine Eisenbahn schneller. Damit verbraucht sie weniger Zeit. Also einen Tag weniger, Minimum 1. Kostet aber allerdings 3 Kohle, wie man sieht. Und die habe ich schon. Ja, man nicht. Könnte vielleicht sagen, man muss einen größeren Kessel vielleicht. Einen größeren Kohlekessel. So, die Karte habe ich also benutzt. Und genau. Kann ich jetzt also meinen Stahl liefern. Juhu. Kriege dafür 3 Punkte. Du bekommst 3 Punkte und du lädst dort Eisen ein. Und habe ja, da ich jetzt eine 2 Lokomotive habe, kann ich natürlich beide nehmen. Das hat Pete, ich weiß nicht, ob ich das vorhin ein bisschen verdaddelt habe, aber so ist das beim Quatschen hier. Kann jemals. Aber ihr seht es jetzt, Pete nutzt es aus. Und da auch wieder erstmal nur regulär 1 Cube pro Lok. Ja, aber. Aber ist ja schon mal was. Ist schon mal was auf jeden Fall. Und Burlington zum Glück braucht auch Stahl. Ich finde das eigentlich alles Eisen, ganz cool. Meinst du? Ja, meine ich. Also insofern, das ist schon mal ganz gut gesetzt. Ja. Gucken wir mal, ob das alles so hinhaut, wie man möchte. Ja, dann ziehe ich wieder auf, würde ich sagen. Und du bist dran, weil ich, hinter dir bin. Ich ziehe dann alle 4 Karten. Ich bin ja in Utica und ich habe gerade noch die Möglichkeit, hier zum Beispiel nach Watertown zu fahren und das mache ich auch einfach mal. Jetzt heißt es mal weniger drüber nachdenken, einfach mehr nach Watertown fahren. Werd also hier von Utica mit einem Tag nach Watertown fahren und in Watertown wird mein Eisen benötigt. Seht ihr hier Eisen? Gebe ich also Eisen ab und da wird dann dort Stahl produziert. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, dort Stahl, Kohle oder Holz aufzunehmen. Und ich habe ja sogar einen Stahlwaggon und einen Holzwaggon und auch den Kohlewaggon. Jetzt muss ich mal ganz kurz. Ich habe ja das und das. Das ist man, glaube ich, hier hoch in die. Ich werde auf jeden Fall Stahl aufnehmen. Das lege ich mal schon mal hier hin. Dann muss ich kurz gucken. Ob ich, kann man mit diesem Großraumanhänger, nee, da darf man, das sieht ja schon von der Ikonografie ganz schön, da darf man nur Holz, Eisen oder Kohle doppeln. Ja, sonst wäre die Fortschrittskarte, dass du es mit Stahl kannst auch. Und dann, tja, nehme ich jetzt Holz, doch, ich nehme Holz. Oder wo wollen die denn Holz haben? Gucken wir mal nochmal. In Kingston, Ottawa. Da oben. In Richmond jetzt. White River, wo ist denn White
Trigger Junction ist da, da wollen sie. Ah, ich nehme einfach mal Holz auf. Ich nehme Holz auf, das heißt, ups, hier, der wird abgekoppelt. Ich weiß auch gar nicht, ob das immer so gut ist, weil man tauscht halt natürlich auch seine Hand da ein bisschen aus. Ah, wer weiß. Und lege jetzt hier Holz drauf und einfach, weil ich es, glaube ich, kann. Und damit ihr das auch mal seht. Schon was will ich ja hinfahren. Ich habe überlegt, ob ich Holz doppelt belade. Vielleicht. Und dann fahre ich nach Richmond mit meinem Grand Trunk Junction. Ich glaube, das mache ich mal so. Ich gebe einfach mal ein bisschen mehr Zeit aus. Zeit, was ist schon Zeit, ne? Zeit ist ja alles irgendwie relativ. Das heißt, für eine Zeit mehr lade ich jetzt einen zweiten Holzcube auf. Und das ist dann die Ausnahmeregel. Jetzt kann der Waggon halt zwei Cubes fassen. Unglaublich. Und damit bin ich dort eigentlich fertig. Ich habe keine Karten mehr in meinem Nachziehstapel, das heißt, ich mische und vielleicht habe ich auch Glück und ziehe. Wir dürfen nicht unsere Spezialfähigkeiten vergessen. Pete hat leider noch kein... Du hast leider noch kein... Güterbahnhof angeschlossen, da wäre ich ja mal sehr dafür. Ja, ich guck mal, was man so machen kann, aber eigentlich gefühlt ist es gerade nicht so mein Ding. Wir würden gerne Eisen liefern. Eisen können wir nur in... Obwohl, ich kann Demand ändern. Das kostet mich aber auch einen Tag. Nach Burlington. Burlington war auch gar nicht so schlecht. Aber nicht zwei Fahrer, dann ist ja schon wieder alles vorbei. Und ich kann gar nicht weniger Zeit verbrauchen. Wie man es macht, man macht es falsch, habe ich gehört. Das stimmt allerdings. Ja, was soll ich sagen? Das heißt... Ich habe eigentlich sogar einen ganz guten Plan. Mal gucken, ob das aufgeht. Ob das aufgeht? Ja, ob so... Werden wir sehen. Ich fahre auf jeden Fall nach Burlington, weil das Einzige ist, was für mich sinnvoll erscheint. Fuck. Hast du laut gesagt? Fuck, sagt er. Weil du deinen Holzwaggon dafür ablegst? Ja, nach Burlington. Du stehst in Portland und du willst hier nach Burlington fahren? Okay, das tust du sozusagen auch. Ja, ich hätte mit nach... eins, zwei Zeit. Ja. Eins, zwei Zeit. Ich gebe die beiden hier aus. Produziere also Stahl in Burlington. Und zwar vier Stück. Damit ist da auch erstmal Stahl gut auf Lager. Kann man nicht mehr was abgeben aktuell. Kein Eisen mehr abgeben, ne? Und du kannst jetzt natürlich Eisen, Kohle oder Holz laden. Du hast du hast dann noch deine Kohlewaggons, die könntest du natürlich vermachen. Oder du koppelst einen ab und nimmst einen Holzwaggon. Ich koppel auf jeden Fall Richmond ab, weil die Karte vielleicht wichtig wird, dass man sie braucht. Lade dann, was war es, eine Kohle? Ich lade eine Kohle und ich lade ein Holz. Und dann hätte ich hier noch Karten über, aber die lasse ich jetzt mal, die benutze ich jetzt mal nicht. Und damit ist der Zug eigentlich fertig und ich ziehe auf. Während Pete aufzieht, bin ich wieder an der Reihe, weil ich wieder am untersten liege. Ich liege wieder ganz unten. Du liegst wieder unter mir. Ich liege ganz unten. So wie er es mag. Und ich möchte natürlich gerne, ihr seht es hier oben, in Griffintown ist gerade kurz davor ein Angebot da. Und ich bin allerdings nur einen Schritt entfernt, aber ich kann ja. Das ist auch mal ganz schön. Man will manchmal vielleicht auch gar nicht so schnell sein. Ich kann hier mit der Grand Trunk Junction ja für einen Tag mehr so überall hinreisen. Und das mache ich jetzt quasi auch mal. Ich hätte sogar die Portkarte gehabt, aber da wäre ich letztendlich nur, da wäre ich einen Tag zu früh da gewesen. Das ist also doof. Ich reise also hier für zwei Schritte, also 1 plus 1 hier an den Hafen.
Und das Coole ist jetzt, ich habe ja hier doppelt Holz geladen. Ich kann also diesen Holz-Cube abgeben für den Auftrag hier oben. Das heißt, ich bekomme einmal bitte 4 Punkte, 4 Siegpunkte. Pete? Ungerne, aber ja. Und da ich ja jetzt hier schon so einiges an meiner Lok hängen habe, kann ich in dem Port auch gleich Stahl abgeben. Gebe also ein Stahl ab, der kommt in meinen allgemeinen Vorrat. Das bedeutet, dass ich nochmal 3 Siegpunkte bekomme fürs Stahl abgeben. Ja. Na, genau. Und dort kann ich jetzt nochmal Holz laden. Leider ist ja mein Holzwaggon noch voll. Ich habe keinen extra Holzwaggon hier am Start. Und das heißt, ich muss den Stahlwaggon abwerfen. Ist ein bisschen schade, aber so ist ja, es. Ja, das ärgert mich. Also mein Plan war nämlich auch, dass ich im nächsten Zug nämlich einfach das bediene und mir vorher die Karte kaufe, dass ich auch meine Cola abgeben kann. Mhm. Hat nicht funktioniert. Hat nicht ganz funktioniert. Und ich werde aber, glaube ich, nochmal... Ich werde jetzt nochmal den Hafen hier opfern, glaube ich. Opfern? Ja, ach, ich opfer nicht, aber... und nochmal eine Eigenschaftskarte holen oder eine Fähigkeitskarte. Mhm. Ja, das mache ich mal. Das kostet auf jeden Fall 2 Zeit. 1, 2. Mhm. Und jetzt ist die Frage, einmal oder hier doppelt sein Ding, das finde ich eigentlich gar nicht... Ich glaube, ich höre mit... Großer Güterwagen. Ich fand die super. Ich nehme mir mal den großen Güterwagen. Doppelt so viele Siegpunkte machen kann. Ja, das kostet mich zwar dann eine Zeit, aber ja, also der große Güterwagen, kann ich 2 Stahl laden. Ist das ein Sternzeichen? Die müssen auch da sein, allerdings muss man natürlich auch mal festhalten. Ja, das ist und es muss auch da sein. Ist das ein Sternzeichen? Dann ja, bin ich fertig mit meinem Zug. Und ich ziehe nochmal 2 neue Karten nach. Zap, zap. Ja, und ja. Dann ist der Pete. Pete, und ich würde sagen, du machst jetzt noch deinen Zug und danach... Ich bin ja eh gerade von dir vernichtet danach worden. Danach gehen wir dann in den Hyper-Modus über. Und nachdem Pete also seinen Zug hier gleich beendet haben, gibt es so ein bisschen Fast-Forward, damit ihr dann immer noch in der Top-Down seht, wo werden wir hinfahren, was laden wir ein. Ja, vielleicht und schieben wir unsere Züge dann hier runter. Und also mal gucken. Dann ich fahre auf jeden Fall zur White River Junction. Da braucht man wenigstens, also Abwerkstapel habe ich gerade nicht, da braucht man wenigstens die Kohle. Ich fahre hier also für einen hier rüber. Mhm. Und willst du deine Kohle abladen? Ich will meine Kohle auf jeden Fall abladen. Warum mache ich das? Tja, was soll ich sagen? Warum machst du das? Frage, warum machst du das? Vielleicht brauche ich die Kohle nicht. Er hat auf jeden Fall schon gefühlt mehr Ressourcen dabei sich liegen. Jedes Set. Ich habe eins, ist schön. Ja, aber wenn du gleich Kohle abgibst, hast du schon 2 Sets. Ich habe meine Kohle schon abgegeben, die liegt da ja schon. Das war die Kohle, die ich abgegeben habe. Das war die Kohle. Deswegen ist Kohle auch immer so eine Sache, so ein zweischneidiges Pferd. Dort kannst du allerdings, Schwert, ja, dort kannst du allerdings nur... Deswegen habe ich überlegt, ob ich nicht woanders hinfahre. Ja, Pete. Du aber hast doch die Kohle schon ausgeladen jetzt. Ja, ist okay. Weil Watertown wäre nämlich cooler gewesen, hätte ich einen Stahl nämlich mitnehmen können. Und hätte vorher das getauscht. Ja, das wäre gut. Das wäre schön gewesen. Also nach Watertown wollen wir ja nicht. Stahl wollen wir nicht einladen. Was haben wir denn hier für Fähigkeiten? Da kann ich nur Stahl abgeben. Ah, das wird ja was. Das wird was, sagst du, Pete? Ja, das funktioniert nicht so, wie ich es mir denke. Das ist immer schlecht, habe ich gehört. Was willst du denn laden? Weißt du schon, ob... Was ich laden möchte? Du kannst sowieso nicht. Du kannst ja sowieso nur Eisen laden, weil du hast keinen
weiteren Holzwaggon und in weitere Dungeon kannst du noch. Dann gebe ich dir schon mal Eisen. Mach mal. Außer du möchtest nicht laden, das wäre natürlich auch eine Option. Nee, Eis ist laden, ist das super. Niemand zwingt dich. Und mit Utrika, weil ich da nicht hinfahre, werde ich benutzen, um eine Stadt anzuschließen. Oh ja, endlich, schließ mal eine Stadt an. Das finde ich cool. Welche Stadt soll es denn sein? Boston. Boston! Vor Boston. Da können wir ja mal ganz kurz im Detail zeigen, was unsere Boston-Karte so macht. Bei mir ist es leider nur ein Holzwaggon. Und jetzt habe ich hier die... Nein! Boston finde ich richtig gut. Ich muss allerdings meine Boston-Karte jetzt natürlich auf den Ablagestapel legen. Also ich werde so schnell nicht nach Boston. Ich lege sie oben rauf. Wer hätte es gedacht? Oben rauflegen. Boston haben wir so ein Plättchen hingelegt. Ich kriege 2 Punkte. Achso, kostet mich einen Tag. Ja, Pete bekommt 2 Punkte dafür, dass er Boston angeschlossen und hat. Und ich bekomme einen wegen meiner Spekulantenkarte. Ne? Ja, du Spekulatius, du. Wegen meines Spekulatius, genau. Ja, und dann sind ja Karten, die ich alle nicht brauche, gefühlt. Ist schon schade, ja. Aber ja, was soll ich sagen? So ist es. Nachziehen und gleich nochmal dran sein. Tja. Eine wilde Wahnsinnsfahrt, die würde ich gerne jetzt nochmal machen. Dann sind wir so bei, wie ich fast gesagt habe, bei Tag 17 geht alles los. Da gehen wir in den Hyperraum. Und natürlich will ich weiterfahren. Wohin, weiß ich noch nicht. Aber eins weiß ich, ich werde die Watertown-Karte benutzen, um den Demand zu ändern für einen Tag. Und ändere Boston mit... New London. Glaube ich. Nee. Das ist doof. Ich ändere Boston mit. Mit Richmond. Ach nee, ich muss den ja weg. Ich brauche ja was Blaues. Was kann ich das nicht machen? Richmond wäre natürlich lustig gewesen. Aber ich nehme mal Burlington raus, nehme hier die Kohle hin und lege den hier runter. Weil jetzt brauchen die nämlich Eisen, was ich zufällig geladen habe. Ja, was Pete dabei hatte. Pete, und das heißt, du fährst dann auch gleich nach Boston, vermute ich mal, oder? Das war ja dein Plan. Habe ich die Zeit schon bezahlt? Du hast dir eine Zeit bezahlt. Dann möchte ich natürlich noch nicht so ganz nach Boston fahren eigentlich. Also ich werde nach Boston fahren, aber noch nicht gleich. Ah, du willst den Auftrag da. Ich werde diese Karte auf jeden Fall nochmal spielen und ich schließe, was schließe ich denn an? Jetzt weiß ich, wieso ich die tauschen wollte. Jetzt weiß ich, wieso ich hier eigentlich das Ding tauschen wollte. Damit ich die Kohle gleich, aber ich habe ja gar keine. Ich muss danach zu einem Hafen. Habe ich ja. So, was schließt du denn an, schönes Piet? Was brauche ich denn? Ich brauche Fahrer einen Tag runter, das heißt, ich kann einen Tag benutzen oder... 2 Tage und dir noch eine Karte besorgen. Wir haben noch die Eisenbahnwerkstatt, Kohleexporteur und Eisenerzmine. Ich kaufe mir auf jeden Fall eine Karte für 2... Für 2 Tage? Ja. Die 17 Tage. Dann kommt hier. Was wird freigeräumt? 27. Achso, guck mal, der ist eigentlich auch schon auf. Haben wir vergessen. Den haben wir auch vergessen. Und der ist jetzt auch auf. Als wenn wir so weit in die Zukunft planen würden. Zurück in die Zukunft, mein Freund. Da gibt's genau, die wollen 2-mal Eisen haben und Niagara. Ja, ist ja Niagara, ist ja schön, aber. Na, ist halt eine Weile. Ne? Ich glaube nicht, dass man das machen will. Ja, welche Karte nimmst du, Pete? Davon habe ich genug. Das heißt also entweder die oder die. Die kriegst du die sofort eigentlich in dein... Die kriegst du sofort in deinen Vorrat. Also wenn du kein Eisen geliefert hast, ist das super. Ja. Das hätte man auch natürlich überlegt. Ich nehme mal die, vielleicht braucht man die irgendwann. Jetzt kann Pete an jedem Hafen auch Kohle liefern. Das gibt allerdings keine Siegpunkte. Aber... Und ich will jetzt natürlich nach Boston fahren. Kostet mich auch noch eine Zeit. Nach Boston. Zack, in Boston angekommen. Und Pete, was hast du da? Natürlich. Erstlieferung nach Boston. Ein Siegpunkt. Ein Siegpunkt, besser als nichts. Ja, auf jeden Fall. Und ich liefere...
Du kannst da jetzt natürlich Eisen abliefern. Das Eisen ab? Ja, und ich noch mehr Eisen? Und ich packe jetzt hier schon mal, weil Eisen jetzt hier Stahl produziert, zwei Stahl hin und jetzt. Und ich kann auch das Holz liefern, weil das Holz ist nämlich der Sonderauftrag für die 7 Punkte hier oben. Ja, und es ist schon mal gar nicht so uncool, dieses Ding zu treffen. Zwei habe ich jetzt noch aufgeschlossen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So, und jetzt kann ich überlegen, was ich laden möchte. Und ich kann sogar beides laden, wenn ich wollte. Du könntest sogar auch Stahl laden, weil du, glaube ich, ja auch einen Stahlanhänger hast. Wenn du einen der hast. Hier wird wegfliegen, weil ich habe ja gerade gekauft, dass ich Kohle auch an Häfen liefern kann. Deswegen nehme ich die beiden. Und, oder? Aber du kriegst dafür keine Siegpunkte, wa? Ist das doch, so? Das geht in meinen Vorrat. Ach, in deinen Vorrat, aber du kriegst keine Siegpunkte wie bei Stahl, meine ich. Nee, Stahl ich kann einfach nur Dingsbums abliefern. Ja. Aber ich habe ja nur, deswegen kann ich die benutzen. Ich benutze also den Stahl, der hier lag in Boston, transportiere den hier und nehme mir eine Kohle mit, weil ich den abgeben könnte. Und wie es der Zufall so will, eine Hafenkarte besitze ich auch schon. Mhm. Bin dann fertig und ziehe auf. Und damit haben wir, glaube ich, so ziemlich alles gezeigt, außer den Upgrade von der Lok mit der Geschwindigkeit, aber das ist genau derselbe Upgrade. Ja, man muss einfach dort drei Holz upgraden, wenn man die jeweilige Karte hat. Drei Kohle ausgeben und dann kann man halt seine Motoren da upgraden. Die geht auch immer mit, auch wenn man seine Lok quasi weiter upgradet, ist diese Verbesserung immer vorhanden. Super. Ja, dann genießt jetzt vielleicht im Schnelldurchlauf einfach mal, wie die Züge sich hier auf dem Brett hin und her tummeln. Und nehmt euch einen Kaffee. Dann gleich wieder mit Kommentar kurz vor Endwertung wieder. Wunderbar. So, dann. Willkommen zurück in die Zukunft. Es hat sich einiges getan, habt ihr vielleicht gesehen. Manchmal hat es ein bisschen länger gedauert, manchmal auch nicht. Das kann natürlich kurz mal zum Brain Freeze hier führen. Wir sind jetzt gerade bei Tag 33. Pete liegt unter mir, wie er es so gerne hat, und ist damit am Zug. Und er hat so einen Hals, weil ich es schon wieder nicht schaffe zu liefern. Pete steht gerade in Watertown und hier sieht er hat echt so einige Waren noch abgeliefert. Viel Holz, viel Eisen, ein bisschen Kohle. Wir haben mittlerweile auch schon alle unsere Lok auf 3, also auf Stufe 3 abgegradet. Pete hat allerdings gerade nur 2 Waggons angehangen, kann natürlich 3 bewegen. So sieht es bei mir hier aus. Ich hab hier so ein bisschen hier drunter, ich habe hier noch einen Holzwaggon. Er und sein Holz. Aber Pete, du bist ja dran. Ja, weil eigentlich wollte ich nach Niagara liefern. Du wolltest nach Niagara. Weil das ja nochmal 7 Punkte bringt. Aber Niagara ist noch gar nicht angeschlossen. Ja, das wäre auch gar nicht so schlimm, wenn ich nur einen Tag dafür brauchen würde. Um das anzuschließen, ich habe auch den Joker nicht mehr und du bist richtig gut dabei. Ich muss mich ja bewegen. Du musst dich bewegen, ja, man muss sich bewegen. Oder kann ich eine Aufgabe spielen und dann neu ziehen? Nee, man muss sich bewegen. Das hat, also jedenfalls hatten wir das letzte Mal so geschehen. Ja, so kostet einen Tag, alle Karten abzuwerfen. Ja. Also was anschließen geht nicht. Das will ich ja gucken wir nochmal nach. Das wäre jetzt ja der Hit. Damit hätte ich es geschafft. Also wir hatten das im letzten Spiel im Fall zu lesen. Mehr hätte ich auch nicht. Dass er sich bewegt hat, weil er es muss. Naja. Ich könnte ihn ja gar anschließen, aber hinfahren kann ich dann nicht. Sehr schade eigentlich. Weil man die Karte nicht direkt auf die Hand kriegt. Nee, die liegt auf dem Nachziehstapel. Wollen wir es mal jetzt nicht übertreiben, ja, Pete? Warte! Wollen wir es mal nicht übertreiben? Aber schließ es doch trotzdem an. Es sind 2 Siegpunkte für dich ein. Du willst ja nur, dass die Zeit vorbei ist. Nee, ich will einfach noch einen Siegpunkt kriegen. Ach so, ja. Schön. Ist noch viel uneigennütziger. Eigentlich hätte ich lieber Stahl. Aber kriege ich ja nicht.
Wo ist denn hier schon wieder der... Oh Gott, der Stahlhafen? Achso, ich kann nach Hamilton fahren. Ja, in Hamilton kann man Stahl abgeben, kann dann da das Holz, Eisen und oder Kohle laden. Ja, also ich werde auf jeden Fall... Tu es, Pete. Wo fährst du hin? Jetzt Speedrunde. Speedrunde. Ja. Ja, dann haben wir dich das nicht gesagt. Nein, der war da kurz davor, seinen Zug zu machen. Ansonsten brauche ich Kohle. Kohle ist gut. Ich lege die Karte ab, ich fahre zu einem Hafen. Pete fährt zu einem Hafen, zu welchen denn? Ah, und Pete, dein Upgrade da, ne? Du bist jetzt immer, ja. Deine Maschine bist schneller, du kannst immer einen Tag weniger. Zu welchem Hafen fährst du denn? Fährst du nach Hamilton? Nee, zu Albany. Das heißt, eigentlich zwei Zeit, aber du verbrauchst nur eine Zeit. Genau. Damit lösche ich dann einmal den Stahl, der für drei Stahl Punkte, und meine Kohle, weil ich die auch da abgeben kann. Ja, weil Hafen. Peter diese Sonderkarte hat. Achso, von mir lade ich nicht. Ich lade da, der Stahl geht weg. Ja, man muss aufpassen, man darf nicht aus seinem allgemeinen Vorrat Sachen nehmen. Lade zwei Kohle, weil ich da Kohle laden kann. Und bin dann... So, ich kann noch ein Upgrade machen. Kostet mich eine Zeit. Ich habe aber nicht genug Stahl. Nee, mach ich nicht. Ja, das letzte Upgrade kostet drei Stahl. Jetzt bin ich in Portland, stehe ich hier gerade. Und ich guck mal, ich kann auch nach Boston fahren. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, Tag 36. Ne? Wenn man den trifft, dann geht's in Richtung Spielende. Dann wird die aktuelle Runde zu Ende gespielt. Und nochmal eine Runde wird gespielt. Wo ist denn Boston, Pete? Rechts unten. Boston ist rechts unten. Ich fahre einfach mal nach Boston, glaube ich. So, wo fahren wir denn hin? Ich fahre einfach... Ja, ich überlege nicht so lange. Ich fahre einfach mal nach Boston. Hier, zack. Nach Boston geht's. Und Boston ist nebenan. Boston kostet mich genau einen Tag. Zack. Und in Boston kann ich jede Menge Kohle abgeben. Ich habe hier nämlich zweimal Kohle geladen. In meinen allgemeinen Vorrat. Seht ihr hier, die wollen nämlich Kohle haben. Und dann werde ich da meinen Anhänger austauschen in Boston. Und ich habe nämlich noch einen Stahlanhänger. Welche Karte ist denn das bitte, die mir die Fähigkeit gibt? Ach dann so, Quebec. Dann lade ich hier in Boston noch den Stahl auf. Ich glaube, ich habe so viele Sachen, da komme ich gar nicht mehr überall hin, wo ich will. So wie es immer ist. Aber ich kann ja beim Stahl aufladen. Ich glaube, ich mache mal diesen Zug. Ich mache das mal vorher. Habe ich gerade gesucht. So, ich mache mal noch einmal kurz diesen zurück. Bevor ich quasi den Stahl aufnehme, schaffe ich das doch? Doch, ich glaube, ich schaffe das. Spiele ich hier die Karte Ottawa mit der Fähigkeit. Das heißt, ich kann einen Stahl zu einem anderen Ort transferieren. Kostet mich eine Zeit und nehme einfach mal, keine Ahnung, von Burlington hier einen Stahl hin. Ja. So. Jetzt habe ich ja, dann lade ich sozusagen Stahl auf, und da ich die Fähigkeit habe, für eine Zeit mehr zwei Stahl zu nehmen, kann ich also hier in meinen Waggon zwei Stahl machen, und ich leite damit auch gleich das Rundenende ein. Bin ich denn überhaupt noch mal dran? Nee. Das richtig? Das war das andere Spiel. Das war ein anderes Spiel, was wir danach gespielt haben. Verdammt, weißt du noch, danach konnten wir... Ist ja geil. Ich habe ja völlig... Genau, ich spiele danach. Genau. Dann macht es quasi ja wenig... Sinn, den zweiten Stahl aufzuladen. Dann macht es leider wenig Sinn. Nee, weil dann wäre ich genau... Ach, schade, ja. Aber du kannst mir einen Stahl irgendwo hinschicken. Zum Beispiel auf Utiwa, ich brauche dann noch einen. Nee, dann gehe ich hier nochmal. Okay, du hast recht. Dann gehe ich also einfach nochmal einen Tag zurück. Der eine Stahl extra. Hier wieder zurück. Und jetzt stand ich auf dir. Weißt du das noch, ob ich auf dir stand? Dann muss zwei Tage zurück. Ja, dann muss ich hier. Okay, ja, guter Move. Also, wenn man da auf dieser Zeitleiste ist, 36 trifft, dann ist... Und da ich selber nachdenke, wie ich noch irgendwas mache mit den letzten zwei Tagen... Dann ist dem, glaube ich, so. Pete. Dann bist du dran. Die zwei Karten nach. Ja, überall, wo ich hinfahren kann, gibt es keinen Stahl. Damit ist die Sache eigentlich gegessen. Pete ist da am Stissel.
Weil ich hätte noch einen Star gebraucht, um meine Lok aufzuwerten, um die 5 Punkte abzugreifen. Das ist mal ein Satz mit X, weil die Fähigkeit, die du hast, Stahl zu bewegen, die habe ich nicht. Entschuldigung an der Das heißt, also, ich kann nur die Kohle irgendwo abliefern, wo sie mir was bringt. Und da... Der hat jede Menge Kohle, genau. New London kann's nicht. White River Junction kann's nicht. Watertown kann's nicht. Utica kann's. Aber Utica hätte ich gerne, um mir die Karte noch zu kaufen. Das heißt, Zeit ist ja... Ich darf nicht mehr als 40 Tage ausgeben. Das ist der Unterschied. Ich würde dir 4 Punkte schenken. Ist ja egal. Du willst noch wohin fahren, ja? Ich werde auf jeden Fall... mein Stahl, glaube ich, gerne nochmal abliefern wollen. Sind nochmal 3 Punkte. Wie machen wir's? Was soll's? Ich spiele einmal Watertown, um die Mahn zu ändern. Und zwar brauche ich Kohle, das heißt also, ich tausche White River Junction mit Niagara. Kostet Tag. Fahre dann nach White River Junction. Gebe da die zwei Kohle ab. Könnte nur Holz laden. Ich möchte kein Holz laden, also kommen die weg. Ist ja eh die letzte Runde. Und jetzt kann ich mir noch da noch Zeit. Achso, ich bin noch nicht gefahren. Kostet mich eine Zeit, aber ist mein Spiel vorbei. Und jetzt benutze ich die Utica-Karte, um mir noch die letzte Development-Karte hier zu kaufen. Weil das für mich 7 Punkte sind. Ja. Auch wenn das Eisen selber mir nichts mehr bringt. Hast du denn aber gleich mehr in der Schlusswertung? Jetzt bin ich nochmal dran. Ich will natürlich gerne nochmal meinen Stahl beim Hafen aus. Und ich habe theoretisch hier echt noch so ein paar Sachen geladen, aber mir die Zeit reicht nicht aus. Und wir wollen euch auch nicht weiter auf die Folter spannen. Deswegen werde ich einfach mal, ich habe auch leider keine Portkarte mehr, einfach mit meiner Grand Trunk Junction Karte. Kostet mich dann leider einen Schritt noch mehr. 1-2. Achso, ich habe noch meine Karte gekauft, ja. Ich bin da. Ah ja, okay. Fahre ich also hier wieder zum Hafen zurück, ich hin und her, Boston Hafen, wie auch immer. Du hast so einen Boston-Portland? Werd noch meinen Stahl ausgeben, dafür bekomme ich nochmal 3 Punkte. 1, 2, 3. Und dann habe ich aber nochmal die Möglichkeit, ich habe hier nämlich noch eine Entwicklungskarte noch einmal, kann ich nochmal entwickeln. Dadurch, dass ich die Fähigkeitenkarte habe, keine extra Zeit für auszugeben, kostet mich das nur der Stahl, 3 Stahl. Und dann kann ich nämlich meine Lok nochmal ausbauen, weil die gibt es in der höchsten Ausbaustufe, gibt es nochmal 5 Siegpunkte am Ende. Das wenigstens das und ich kann jetzt noch mal irgendwas laden. Das kann ich hier natürlich nicht laden. Ich glaube, alles andere macht da auch keinen Sinn mehr an der Stelle. Damit ist das Spiel jetzt auch zu Ende. Und wir können in die Endwertung gehen, Pete. Wollen wir vielleicht, ich überlege, wollen wir die Endwertung? Wertung, ja, die steht hier, steht Wertung am Ende des Spiels. Ja, x Siegpunkte für die übrigen Tage gemäß ihrer Position auf der Zeitleiste. Das heißt, jemand, der weiter hinten ist, kriegt immer so viele Punkte, wie der Unterschied an Tagen ist. Das heißt, Alex hat 2 Tage weniger gebraucht. Das heißt, er kriegt 2 Punkte extra. 2 Punkte extra. Dann steht es hier auch nochmal. 3 Siegpunkte pro Kohle, Eisen, Holz, Satz. Pete, du, wie viele Sets hast du denn da? 6. Du hast 6. 6 mal 3. Ich habe nicht viel gemacht, aber das habe ich geschafft. Ja, 6 mal 3. 18 Punkte. Dann gehe ich 2 zurück, das sind dann 20, sind wir bei 55. Ich nehme mir hier mal ein 50er-Plättchen. Und bei mir, meine Sets sind hier, ich habe
geschafft, drei ganze Sets zu machen. Das heißt also nochmal 9 Punkte. 3 mal 3 sind 9 Punkte. Ja. 50. Kriege ich hier also auch den Marker. Und dann gehen wir nochmal hier rein. 0 bis 7 Siegpunkte pro Fortschrittskarte. Abhängig sozusagen von der Position hier auf diesem Track. Und ihr seht schon, ich habe es leider nur bis Stufe 3 geschafft. Was diese für Holz abgesehen? Also ich multipliziere meine 3 Karten mal 3. Das heißt, 3 mal 3 sind nochmal 9 Punkte. Und Pete hat leider auch 3 Karten. Deswegen muss ich die Karte noch kaufen. Ja. Das sind dann nochmal 21, sind 26 Punkte. Und dann kriegst du noch deine genau, Bahn. Eventuell passiert das vielleicht auch gleich, weil das hier nicht nochmal bei der Endwerte-Punktzahl aufgeführt ist. Also, das hatten wir aber noch nicht vergeben. Ich bekomme nochmal 5 Siegpunkte. 5. Und Pete hat ja noch sein Geschwindigkeits-Upgrade. Ja, also ich denke, das wird also dann gleich. Das wird sofort wahrscheinlich. Sofort passieren. Das habt ihr ja gesehen sonst. Ja. Und das war's. Wie sieht's denn gerade aus, Pete? Du bist leider mit unverschämt weit mit meinen unverschämten Holzlieferungen bin ich ziemlich weit nach vorne gerannt. Mann. Ich hätte es nicht gedacht. The Grand Trunk Journey. Vor allem, weil du so viel Stahl geliefert hast. Du hast ja bestimmt vergessen, Punkte zu geben. Ach, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Dieser Multiplikator, wir waren eigentlich ganz gut dabei, aber Pete hat irgendwie ein paar Mal mehr Holz abliefern können. Ja, ich hatte ja einmal richtig Glück, wo ich diesen Dreierzug mit Holz hatte. Zu kurz, dass du den auch wegfahren konntest. Ihr seht schon, jede Menge Varianz alleine dadurch, dass die unterschiedlichen Demand, also was wollen denn die Häfen haben, was geben die Häfen einem mit, das kann immer wieder letztendlich variieren. Alleine nur schon mit welcher, ich sag mal, Art Fraktion oder Eisenbahn Gesellschaft, also mit welcher Spielerfarbe man spielt, ist die Verteilung ein bisschen anders. Mhm. Gibt es auch letztendlich schon mal vielleicht ein bisschen anderen Flow. Du konntest zum Beispiel am Anfang ja schon die Sachen tauschen, also genau. Den Demand tauschen, das konnte ich nicht. Ich konnte dafür ein Meer beladen. Dafür konntest du Stahl bewegen, ja. Ich halt nicht. Das wäre mal Stahl allerdings erst ein bisschen später. Das habe ich erst mit Otto Abar bekommen. Aber ja, das ist trotzdem ziemlich cool, dass wir eigentlich mit so einem gleichen Kartendeck, aber dieser unterschiedlichen Verteilung habe ich so in einem Deckbilder so auch noch nicht erlebt. Mhm. Und die Möglichkeit auf diesem Tagestrack auch diese Aufgaben zu absolvieren. Ich glaube, man sollte sich nicht zu sehr darauf verschreifen, nee, ja aber manchmal passt es einfach gut, kann schöne Synergien machen, gerade wenn man dann auch mehr Anhänger, also Waggons drin anhat, dann kann man so einen Auftrag erfüllen und gleich vielleicht an dem... Dann hat man das halt gerade dabei und hält da einfach mal einen Tag an. Genau, im besten Fall ist das also ist auch noch so ein Ding, eine schöne ansonsten, Timing-Frage. Ja, ist es auch schwieriger gewesen hier hinten, wenn man das so nimmt, weil alle Kameras einmal durch, weil man ja wirklich nur einen Tag hat, die zu liefern. Ja. Und ich habe es halt immer irgendwie versucht, wenn aber man es geht einfach nicht. Selbst damit ging es nicht. Pete konnte ja schon im Vorfeld quasi ausnehmen. Es gibt natürlich auch eine Karte, die kann sozusagen einen Tag später auch immer noch ausliefern. Hat man beide, dann hat man natürlich schon mal ein größeres Zeitfenster. Also ich war am Anfang so, meine Erwartungen sind ja, also ich hatte gar keine Erwartung von dem Spiel. Ich dachte so, schauen wir mal, wie das hier so ist. Eisenbahn ist jetzt nicht mein Setting, was mich irgendwie wegbläst, aber dann die Mechanik dahinter und das funktioniert natürlich gut mit der Eisenbahn, mit dem Abladen und Sachen. Letztendlich kann das auch alles andere sein. Man hätte im Weltraum umherfliegen können, man hätte mit seiner Cowboy-Western-Kutsche irgendwie durch die Gegend fahren können. Aber jetzt mal... Egal, selbst wenn euch Züge gruseln, also wenn euch Eisenbahnen gruseln, guckt es euch vielleicht trotzdem mal an oder vielleicht habt ihr jetzt ja hier in dem Let's Play mitbekommen, um was es geht. Finde ich, ist das eine sehr schöne, verzahnte Sache. Ja, ich finde halt, am Anfang funktioniert das halt auch super mit dem Deck und je mehr Leute die Städte freischalten, umso schwieriger wird es hier hinten halt auch dann zu planen, weil man dann ja die Karte braucht, um die Stadt anzufahren. Und selbst mit Joker, wenn man die mal hat, das ist dann, die Schwierigkeit habe ich gerade wieder festgestellt, dass man da besser planen muss. Vielleicht hält man die einfach auf der Hand. Und es gibt natürlich auch noch viele Karten, die einem dabei helfen, weil man dann eine Karte mehr zieht, eine Karte ablegen kann, nachzieht, wie auch immer. Ja. Da wird es einfacher. Die hatten wir jetzt einfach nicht, um auch die Varianz zu halten. Und ich finde es halt eigentlich auch schön. Und es gibt halt auch noch Szenarien. Es gibt also für bestimmte Spieleranzahl dann auch noch ein Szenario, dass man halt mit anderen Startstädten anfängt und bestimmten Decks, damit die ausgeglichen sind. Und es gibt halt auch noch
Fortgeschrittenen, also Experte und Fortgeschrittene und Experte. Das eine ist halt, dass man noch mit Aufträgen spielt, ja, die dann also besondere Liefersachen noch bedienen möchten, und zwar egal wohin. Aber dafür braucht man halt auch... Ja, zum Beispiel sowas hier nur mal als Eisenerzdepot. Das heißt, der Spieler hat drei oder mehr Eisen geliefert. Also sobald ein Spieler drei oder mehr blaue Cubes letztendlich ausgeliefert hat, dann bekommt man dafür nochmal einen Siegpunkt. Genau, und anstelle sich halt eine Fortschrittskarte zu nehmen für die Entwicklung, kann man sich eine Aufgabenkarte nehmen und kriegt dafür halt Siegpunkte. Ne? Wenn man also nicht so viel Holz geladen hat, dann kann man damit vielleicht Punkte machen. Ja. Und in den Szenario, und dann gibt es halt noch so, dass man halt mit einer bestimmten Karte weniger spielt. Und zwar, dass man halt aus dem Deck die Upgrade-Karte für den Zug rausnimmt. Dass man die erst kriegt, wenn man die sozusagen wie bei mir über Utica hier freischaltet. Vorher hat man die gar nicht. Ja. Und dann wird es halt noch ein bisschen schwieriger. Wird es auf jeden Fall schwieriger. Und ihr konntet es sicherlich vielleicht auch hier sehen. Wir haben jetzt noch jede Menge Orte, wo hier diese einen, sozusagen diese Erstanfahrtplättchen sind, sogar jetzt vier an der Zahl, wenn ich das richtig sehe. Die haben wir in diesem Spiel gar nicht angefahren. Natürlich im Spiel zu dritt oder auf jeden Fall zu viert. Zu viert haben wir es auch schon gespielt. Dann wird man sicherlich hier jeden Ort anfahren und dann bekommt man mehr oder weniger alle Karten in sein Deck. Aber gerade auch jetzt hier im Zweispielerspiel ist mir das schon aufgefallen, dann ist es sogar noch mal ein bisschen sinnvoller zu gucken, wirklich, was kann mitunter auch die Karte. Ich fahre lieber zu dem Ort, um diese Fähigkeit damit oder auch zu bekommen. Oder ich lade einmal mehr was auf. Ja? Und also das finde ich gerade dieser Deckbuilding-Mechanismus noch mal einen Ticke weiter gedacht, den ich könnt mir da auch drei Spiele nennen, die das kennen. Ich kenne natürlich auch nicht alle Deckbilder, aber so in der Form habe ich das erste Mal jetzt hier erlebt, dass das Deck unterschiedlich aufgebaut ist mit diesem Freischalten und auch diese Limitierung, die man da hat. Finde ich das eine wirklich coole Sache, und wenn man Deckbilder mag und wie gesagt vom Eisenbahn-Thema nicht abschrecken lassen, manche zieht es vielleicht sogar an, keine Frage. Mich hat es jetzt erstmal kalt gelassen, hat mich wirklich der Mechanismus überzeugt und es hat mir bis jetzt immer viel Spaß gemacht. Ja, und wenn man halt auch merkt, wenn man nicht alles hat zur Verfügung, ja, dann nimmt man halt auch Karten, die man vorher weniger benutzt hat. Ich habe im letzten Spiel zum Beispiel Wortertown nie benutzt. Und hier habe ich die Teile einfach immer geändert, weil ich einfach sonst nicht hätte liefern können. Weil du gar nicht hättest, bist jetzt nicht hingekommen, aber konntest. Und lieber einen Tag mehr benutzen als leerfahren, sage ich immer, um Punkte zu machen. Ja. Wir sind damit am Ende. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die unten in die Kommentare werfen. Wenn ihr Anmerkungen habt, natürlich auch. Wenn ihr noch andere Videos gucken wollt, könnt ihr das gerne auf unserem Kanal machen. Wir sind ja hier auf der Webseite von Spielworks zu sehen, nehme ich da an. Und auch bei uns. Das heißt also, wenn ihr, je nachdem, wo ihr uns seht. Und wenn ihr noch Wünsche habt oder Fragen, immer rein damit. Ansonsten sagen wir... Ja. Auf Wiedersehen und gehen jetzt noch einen Tee trinken, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Bis dahin, habt ihr Bock, schaut auf der Spielwerkseite, holt euch das Spiel, Vorbestelleraktion. Wenn nicht, dann ist auch gut, dafür ist es da. Gefällt euch das Spiel oder nicht, entscheidet selber. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.